Hallo, hier ist wieder der Harry mit Zugbildung nach Vorbild. Aber bevor ich euch jetzt den nächsten Zug vorstelle, erstmal vielen, vielen Dank an euch alle für 1000 Abonnenten. Mittlerweile sind es 1007 oder so. Ja, das hat mich, sage ich mal, unheimlich berührt, sehr stolz gemacht, dass die Filme, ich sag mal, so bei euch ankommen. Ich denke mal, dass ihr beides gerne seht, die Modellbahnfilme und auch vielleicht, sage ich mal, die Filme, die ich von draußen mache. Aber man muss eins sagen, es sind nicht meine schönen Filme und ich sag mal meine Sachen. Nein, ihr seid es. Ihr seid es, die mich dazu inspirieren, dass ich immer wieder, sage ich mal, irgendwelche Sachen mir einfallen lasse. Siehe zum Beispiel mit den Zugbildungen nach Vorbild und so weiter. Also ihr seid es, die mich anspornt und ihr seid es letztendlich auch, die das möglich machen, dass so Filme dabei rauskommen. Ja, nochmals vielen, vielen Dank für die 1000 und ich werde schauen, dass ich so weitermache. Ja, und dann würde ich sagen, gleich viel Spaß mit dem nächsten Zug. Und ich sag mal, als kleines Sonder für die 1000 werde ich euch heute die erste E10 zeigen, die E10 001. Und dazu erkläre ich, weil das fanden ja, sag ich mal, auch viele gut, dass ich diese Erklärungen dazu mache. Dazu erkläre ich euch mal so ganz klein die Geschichte überhaupt der E10. Und zwar nach dem Kriege war der Bedarf an Elektroloks sehr, sehr groß, weil eben vieles beschädigt war. 1948 wurde das 1940er Projekt der E46 wieder aufgenommen. Das heißt, man wollte aufgrund oder auf Basis dieser E46 weitermachen oder weiterentwickeln für neue Lokomotiven, ich sag mal, der neuen Bahn. Letztendlich wurde dann 1950 die Genehmigung für den Bau von 5 Prototypen erteilt. Das war die EC001 bis 5. Die 001 ist die einzigste, die, ich sag einfach mal, anders aussah wie die restlichen vier. Die seht ihr ja gleich. So, und ursprünglich war es so, das sollte dann die E46 sein. Die E46, die gab es tatsächlich. Und zwar, ich habe auch tatsächlich, was ich aber nicht veröffentlichen kann, ich habe ein Bild von dieser E46. Man kann einfach sagen, die hat einen Einschlag von der E44 hoch 5. Und wenn ihr mal E46 eingebt, Pico, dann seht ihr so ein uraltes Modell. Und genau so hat eigentlich die Lok ausgesehen. Jetzt ist es aber so, diese 5 Neuentwicklungen, die gemacht wurden, die sind derart neu konstruiert worden. Da hat man dann gesagt, wir nehmen keine E46 mehr, und zwar, wir machen da eine E10 draus. Das ist eigentlich die Geschichte, wie die E10 entstanden ist. So, das so als kleines Statement und kleine Erklärung zum 1000. Abonnenten, so nach dem Prinzip, die Geschichte der E10. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der EC001. Wir schreiben irgendwo das Jahr, ich sag einfach mal, 1955. Die Wagen, sag ich mal, sind diesmal vom alten Schlag komplett. Und das waren dann im Grunde so die Nachkriegszüge, die gefahren sind. Ja, zu der EC001, die ich hier vorhabe, noch kurz gesagt, das ist die Ausführung noch mit keiner Stirnlampe. Die sind erst später Vorschrift geworden, ich meine so irgendwo 1957, 58, glaube ich. Da war dann die dritte Stirnlampe Pflicht, wurde auch nachgerüstet. Aber dieses hier ist eben, sage ich mal, noch etwas davor. Dann mal viel Spaß und nochmals vielen, vielen Dank für die 1000. So, hier ist sie nun, die EC001. Der gesamte Zug ist nachempfunden einem Bild, und zwar aus dem Eisenbahnjournal Extra Ausgabe 1 2010. Diese Ausgabe hieß die E10.
So, und hier unsere 001, die wurde gebaut 1952. Und im Juni 1975 wurde die in Kassel dann verschrottet. Das heißt, davon ist kein Exemplar mehr vorhanden, war ja auch das einzigste, was in dieser Art, ich sag mal, irgendwo existierte. Dann mal viel Spaß mit dem, ja, wir sagen einfach mal Eilzug Mitte der 50er Jahre. Das Modell selber ist von Lilliput, digital versteht sich. So, zum Schluss zeige ich euch nochmal die andere Seite. Die ist ja in den Fahrvideos immer schwer zu erkennen. Die Seite, die ihr die ganze Zeit seht, da sind eigentlich alles nur geschlossene Lüfter. Aber auf der anderen Seite hat die auch schon Fenster gehabt. Und zwar vier Stück der Zahl.